Ja, hallo und herzlich willkommen zum Lesefestival 2020, heute digital aus dem Röntgenmuseum. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaltet habt. Mein Name ist Sonja Klarhof und ich arbeite hier im Museum als freie Mitarbeiterin. Ja, das Jahr 2020 ist für alle großen und kleinen Röntgenfans ein ganz besonderes Jahr, denn zum einen erblickte Wilhelm Conrad Röntgen vor genau 175 Jahren das Licht der Welt. Und zum anderen entdeckte er vor genau 125 Jahren die Röntgenstrahlen. Und ich dachte mir, dass das vielleicht ein schöner Anlass wäre, hier etwas über das spannende Leben des Forschers und über die geheimnisvollen Strahlen, die er entdeckt hat, zu erzählen. Und dazu habe ich vier ganz unterschiedliche Bücher ausgesucht, die ich zuerst kurz vorstellen möchte und aus denen ich dann im Anschluss gerne noch etwas vorlesen möchte. Das erste Buch hat den Titel Galilei, Röntgen und Co., ist geschrieben von Jürgen Teichmann für junge Leser und im Impian Verlag erschienen. Neben dem Lebenswerk von Wilhelm Conrad Röntgen wird hier auch das Leben und das Werk von vier weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beschrieben. Das zweite Buch hat unser Museumsdirektor Dr. Uwe Busch geschrieben. Das ist im RGA Buchverlag veröffentlicht und heißt Anna Philipp und das Leben des Herrn Röntgen. Also mir gefällt hier besonders gut, dass Wilhelm Conrad Röntgen selbst von seiner Entdeckung erzählt und aus seinem Leben. Das macht es insgesamt so besonders lebendig. Und außerdem sind hier viele schöne alte Fotografien abgebildet. Wer sich für das Buch interessiert, der sollte mal auf die Seite des Geburtshauses schauen, denn da gibt es dieses Buch als kostenlosen PDF-Download. Ja, ich finde, das dritte Buch ist etwas ganz Besonderes, geschrieben von Ari van Triet und Jan-Paul Schütten, erschienen im Mixed Vision Verlag, das heißt Nette Skelette. Und hier sind viele eindrucksvolle, kunstvolle Röntgenbilder von Pflanzen und Tieren abgebildet, ergänzt durch nette, lustige Texte. Das ist ein absoluter Schmöker, finde ich. Als ich den vor ein paar Wochen das erste Mal in der Hand hatte, mochte ich den gar nicht wieder weglegen. Das ist auch was für alle Altersstufen, nicht nur für junge Leser. Ja, und das vierte Buch stammt aus der Reihe Tatort Forschung des Löwe Verlags. Es hat den Titel Die mysteriösen X-Strahlen und wurde von René Holler für 10- bis 12-jährige Leser geschrieben. Das ist ein Rätselkrimi um Wilhelm Conrad Röntgen. Dieses Buch hier ist leider nicht mehr im Handel erhältlich. Wenn man danach sucht, findet man das aber immer noch ganz gut im modernen Antiquariat. Ja, zwischen den einzelnen Büchern und Textstellen werde ich immer noch das eine oder andere ergänzen, damit sich ein Zusammenhang bildet, damit man die Textstellen besser auch verstehen kann. Ich denke und hoffe, dass das im Sinne aller ist. Ja, Wilhelm Conrad Röntgen wurde am 27. März 1845 hier in Lennep geboren. Und deshalb befindet sich das Röntgenmuseum ja auch hier in Lennep. Genauer gesagt lebte er mit seinen Eltern im Haus am Gänsemarkt 1. Er war Einzelkind, seine Eltern waren reiche Tuchmacher, das heißt, sie haben Stoffe hergestellt und verkauft. Als er 3 Jahre alt war, zog er mit seinen Eltern allerdings schon aus Lennep fort in die niederländische Stadt Apeldoorn. Und dort ging er dann auch später auf die Schule in den Niederlanden. Mit 19 Jahren war er Schüler der Technischen Schule in Utrecht und hier ereignete sich jetzt etwas, was sein Leben entscheidend beeinflusst hat und was man vielleicht von so einem berühmten Forscher gar nicht so erwartet hätte. Ja, und was da genau passiert ist, das möchte ich jetzt gern aus dem Buch Galilei, Röntgen und Co. vorlesen. Kann man ein großer Forscher werden, auch wenn man von der Schule verwiesen wurde? Wegen eines dummen Schulstreiches, auch wenn man danach keine Gelegenheit mehr bekommt, die Schule abzuschließen? Das wäre heute wohl nicht mehr so einfach möglich, aber vor 150 Jahren ging das noch. Der Schüler Wilhelm Conrad Röntgen musste im Frühjahr 1864 mit 19 Jahren die Technische Schule in Utrecht, Holland, ohne Abschluss verlassen. Röntgen war Deutscher, in Lennep geboren. Seine Eltern waren aber 3 Jahre nach seiner Geburt nach Holland ausgewandert. Wir wissen nicht genau, was er in der Schule angestellt hat. Er hatte wohl schon seit Eintritt 1 Jahr zuvor öfters die Lehrer geärgert. Vielleicht wurde ein Pauker auf einem Ofenschirm im Klassenzimmer als Strichmännchen karikiert. Vielleicht hat sich Röntgen auch nur heftig geweigert, die wahren Missetäter preiszugeben.
Also musste er privat Lateinisch und Griechisch büffeln, um die Aufnahmeprüfung für die Utrechter Universität zu bestehen. Doch er fiel durch im Januar 1865. Zwar hörte er, unerlaubt sozusagen und ohne Aussicht, ein Examen machen zu dürfen, einige Vorlesungen, denn er wollte unbedingt Naturwissenschaften studieren. Doch dann fand er eine elegante Lösung der peinlichen Situation. In Zürich, in der Schweiz, verlangte die neue Technische Hochschule, das Eidgenössische Polytechnikum, kein Abitur und keine muffigen alten Sprachen für die Aufnahme. Er musste noch nicht einmal eine Prüfung bestehen. Seine sehr guten Noten in den mathematischen Fächern der alten Schule und seine selbstständigen Vorlesungen an der Universität Utrecht wurden ihm angerechnet. Nun ließ Röntgen seinen Kopf über technischer Physik und Dampfmaschinen heiß laufen. Auch hier zeigte er sich mitunter aufsässig. Sein Mathematikprofessor soll ihn zornig beschimpft haben: Mein lieber Röntgen, wenn Sie so weitermachen, wird nicht viel aus Ihnen. Und ausgerechnet dieser aufsässige Student entdeckte die geheimnisvollsten Strahlen, die man sich denken konnte. Aber noch war es nicht so weit. Röntgen erhielt auch an der Universität blendende Noten. Vielleicht traute er sich auch deshalb manche Aufsässigkeit zu und wurde schließlich diplomierter Maschineningenieur. Doch dann schwenkte er um. Ein Physikprofessor hatte ihn begeistert. Röntgen begann, sich statt für Dampf nur noch für Gase zu interessieren. Darüber schrieb er seine Doktorarbeit. Er träumte bald von einer Karriere als Wissenschaftler an einer Universität in Deutschland. Aber leider, leider hatte er weder das Abitur noch einen Abschluss in alten Sprachen. Und das war in Deutschland damals noch wesentlich, auch um Professor zu werden. Doch halt, es gab eine Ausnahme. In Straßburg war nach dem Sieg Deutschlands über Frankreich im Deutsch-Französischen Krieg, Gott sei Dank ist das längst Vergangenheit, 1872 eine neue deutsche Universität gegründet worden. Das Elsass gehörte nun zu Deutschland. Hier konnte man die Voraussetzungen für eine Professur, die sogenannte Habilitation, auch ohne Griechisch und Latein erwerben. Und Röntgen hielt zäh an seinem Plan fest. Er experimentierte über Gase, Elektrizität und Licht. 1872 hatte er übrigens auch geheiratet. Schließlich und endlich wurde er im Jahr 1888 doch Professor, und zwar in Würzburg. Er experimentierte weiter über die Theorie der Elektrizität, doch auch Flüssigkeiten interessierten ihn und dann auch Kristalle. Druck auf sie, Licht hinein, Elektrizität kam heraus. Zum Beispiel beim Bergkristall und Diamanten. Wie kam er nun von Kristallen zu unsichtbaren Strahlen? Ja, Wilhelm Conrad Röntgen hat Kristalle sehr gemocht. Das war ein großes Hobby von ihm. Er hat Kristalle gesammelt, er hat viel über Kristalle geforscht. Er hat in seinem Leben letztendlich mehr über Kristalle geforscht als über die Röntgenstrahlen. Und man kann sagen, dass er ohne die Hilfe der Kristalle die Röntgenstrahlen vermutlich auch nie entdeckt hätte. Ja, und wie er jetzt mit Hilfe der Kristalle die Strahlen entdeckt hat, das möchte ich gerne als nächstes erzählen. Wer könnte die Entdeckung besser schildern als er persönlich? Vermutlich niemand. Deshalb lassen wir ihn doch mal selber zu Wort kommen. Am 8. November 1895 habe ich in meinem Labor an der Universität Würzburg begonnen, Leuchterscheinungen in verdünnten Gasen zu erforschen. Die Physiker beschäftigte seit längerer Zeit die Frage nach der Erklärung dieser elektrischen Entladungen. Ich wollte das Phänomen selbst einmal untersuchen. Ich besorgte mir ein Hochspannungsgerät, einen sogenannten Funkeninduktor, eine Glasröhre, wir nannten sie damals Ionenröhre, und eine Vakuumpumpe. Wenn man die Luft in der Glasröhre mit der Vakuumpumpe verdünnte und an zwei Metallelektroden in der Röhre eine hohe Spannung von ungefähr 60.000 Volt anlegte, begann die Röhre im dunklen Raum blau zu leuchten. Wir Physiker wollten nun gerne wissen, wie dieses Licht entsteht. Als mein Blick dabei durch Zufall auf ein paar Leuchtkristalle fiel, die neben der Röhre auf dem Tisch lagen, sah ich, dass diese anfingen zu leuchten. Das Phänomen nennen wir Fluoreszieren. Und solche Kristalle kennt ihr vielleicht von eurem Wecker oder eurer Uhr. Selbst im Dunkeln könnt ihr da nämlich erkennen, wie spät es ist. Die Sache hatte nun aber mein Interesse geweckt. Ich wollte genau wissen, warum die Kristalle fluoreszierten.
Das war aber ganz einfach zu erklären. Ich wusste, dass die Kristalle wohl nur durch das blaue Licht in der Röhre angeregt werden konnten. Der Raum war nämlich ansonsten dunkel. Sollte das Leuchten der Kristalle durch das blaue Licht hervorgerufen werden, ließ sich das aber ganz einfach beweisen. Zur Überprüfung habe ich die Glasröhre in dichtes schwarzes Papier eingepackt. Hier konnte kein Licht mehr durch. Das war dann auch so. Die Röhre lief, aber der Raum blieb stockdunkel. Ich konnte meine Hand vor Augen nicht mehr sehen. Wenn ich jetzt also richtig nachgedacht hatte, durften die Kristalle nun nicht mehr leuchten. Aber die Kristalle leuchteten trotzdem weiter. Ich war völlig erstaunt. Aus der Sicht des Physikers durfte es so etwas gar nicht geben. Kein Licht, keine Fluoreszenz. Was mache ich nur, habe ich gedacht. Ich nahm die Kristalle und ging in den hinteren Winkel meines Labors. Immer noch leuchteten sie. Je näher ich mit den Kristallen zu der Röhre kam, desto heller leuchteten sie. Das musste irgendetwas mit der Röhre zu tun haben. Ich fand heraus, dass die Kristalle erst dann nicht mehr leuchteten, wenn ich die Hochspannung abschaltete. Die einzige Chance, das Phänomen zu beschreiben, war, eine neue Idee ins Spiel zu bringen. Was wäre, wenn die Kristalle von einer noch unbekannten Sorte Licht zum Leuchten angeregt wurden? Ein Licht, das ungehindert durch die schwarze Pappe hindurchtreten konnte und zudem unsichtbar war. X-Licht sozusagen. Verrückt nicht, für mich jedoch die einzig mögliche Erklärung. Ich habe mich dann in meinem Labor eingeschlossen und Tag und Nacht gearbeitet. Ich fand heraus, dass man mit X-Strahlen verborgene Dinge sichtbar machen konnte. Ich machte Fotos von Gewichtssätzen in einer Holzbox und von einem Kompass in einer Schachtel. Einmal habe ich versucht, durch meine Labortür hindurch zu fotografieren. Das hat aber leider nicht geklappt, da die Tür mit Bleifarbe angestrichen war und meine X-Strahlen dort nicht hindurch konnten. So habe ich aber auch festgestellt, dass Blei am besten geeignet ist, meine Strahlen aufzuhalten. Durch Zufall habe ich dann einmal meine Hand zwischen die Röhre und einen mit Leuchtkristallen bestrichenen Schirm gehalten. Ich erschrak zuerst. Ich konnte da tatsächlich die Knochen meiner Hand sehen. Am 22. Dezember 1895 habe ich meine Frau Anna Bertha gebeten, mit mir ins Labor zu kommen. Sie hat ihre Hand auf eine Fotoplatte gehalten und ich habe mit X-Strahlen eine wunderschöne Fotografie ihrer Hand gemacht. Hier seht ihr das Bild. Ich glaube, meiner Frau hat es nicht so gut gefallen. Es war ihr wohl ein wenig zu gruselig. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Anna Bertha den Anblick ihrer Knochen gruselig fand. Man muss sich vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt hat ja noch niemand außer Wilhelm Conrad Röntgen die Gelegenheit gehabt, seine eigenen Knochen betrachten zu können. Und ich habe mir überlegt, wie sich Anna Bertha wohl gefühlt haben könnte in dem Moment, als diese Aufnahme im Labor entstanden ist. Und dazu habe ich eine sehr schöne Textstelle im Buch Nette Skelette gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. November 1895. Komm schon, Anna, sagt der deutsche Wissenschaftler zu seiner Frau. Lege deine Hand dahin und bewege sie nicht. Ich finde das unheimlich, antwortet Anna. Außerdem ist es hier so dunkel. Ich verspreche dir, es wird dir nichts passieren. Der Wissenschaftler lacht. Es tut auch nicht weh, im Gegenteil, du spürst es nicht einmal. Muss ich den Ring abnehmen? Nein, behalte ihn ruhig an. Also schön, ich bin bereit. Ja? Ja. Nein, ja. Bist du dir sicher? Ja. Gut, dann schau jetzt mal auf den Leuchtschirm. Herrje, was in aller Welt ist das? Das, meine liebe Anna, ist deine Hand, mit dem Ring an deinem Finger. Nein, ruft Anna, oh nein, ich habe den Tod gesehen. Annas Schrecken ist nur allzu gut verständlich. Ihr Mann, Wilhelm Conrad Röntgen, hat gerade eines seiner ersten Röntgenbilder aufgenommen. Von ihrer Hand. Sie sieht jeden noch so kleinen Knochen und ihren Ring. Ihre Hand erscheint auf dem Leuchtschirm wie die eines Skeletts. Da fährt ihr natürlich der Schrecken in die Glieder. Ja, wir sehen jetzt hier also das Röntgenbild, aber wie entstehen solche Bilder eigentlich? Wie funktioniert das genau? Auch das wird im Buch Nette Skelette ziemlich gut erklärt, finde ich.
Halt, warte mal, was sind Röntgenbilder eigentlich? Röntgenstrahlung ist elektromagnetische Strahlung. Das klingt kompliziert, aber das Licht um dich herum besteht ebenfalls aus elektromagnetischer Strahlung. Nur geht Licht nicht wie Röntgenstrahlen mitten durch deinen Körper. Das liegt daran, dass Röntgenstrahlen eine höhere Energie haben. Vergleiche es einmal mit einem Sprung ins Wasser. Wenn du vom Schwimmbeckenrand ins Wasser springst, dringst du nicht sehr tief ins Wasser ein. Aber wenn du vom 5-Meter-Brett springst, hast du mehr Energie und tauchst viel tiefer ein. So kannst du dir auch die Wirkung von Röntgenstrahlen erklären. Die Strahlung ist jedoch auch wiederum nicht so energiegeladen, dass sie alles durchdringen kann. Stabiles Material wie Knochen und Zähne halten die Strahlen ab. Daher kannst du auf einem Röntgenbild auch genau sehen, ob dein Bein nun gebrochen ist oder nicht. Weil die Strahlung erst deinen Körper durchdringen muss, funktioniert eine Röntgenaufnahme anders als bei normalen Fotos. Auf der einen Seite ist das Röntgengerät, das die Strahlung aussendet. Dazu kommt die Person, die dich fotografiert. Und dann braucht man einen Röntgenfilm, der die Strahlung auffängt und in ein Röntgenbild umwandelt. Die Teile, die die Strahlung abhalten, sind dann hell und der Rest ist dunkel. Am Computer kannst du weiß und schwarz auch vertauschen. Dann werden die Knochen dunkel und die weichen Teile hell. Wenn du Röntgenbilder machst, kannst du mit der Energie spielen, die die Strahlung liefert. Je höher die Energie, desto leichter können die Strahlen etwas durchdringen. Wenn du also ein Foto von hartem Material machen möchtest, nutzt du Röntgenstrahlen mit einer hohen Energie. Für weiches oder dünnes Material brauchst du Röntgenstrahlen mit niedriger Energie. Ja, man kann sich sicherlich vorstellen, dass die Entdeckung der Röntgenstrahlen weltweit für Wirbel und Aufsehen gesorgt hat. Wilhelm Conrad Röntgen wurde zum Star der Wissenschaft. Aber wie ging es ihm damit eigentlich? Lassen wir ihn dazu doch noch mal selbst etwas erzählen. Ich habe meine Forschungsergebnisse aufgeschrieben und am 28. Dezember 1895 zum Druck gegeben. Anfang des neuen Jahres 1896 bekam ich die Sonderdrucke und habe sie mit 9 Bildern sofort zu meinen Kollegen geschickt. Einige von denen waren ziemlich verdutzt, als sie die Bilder sahen. Am 5. Januar 1896 gab es dann erste Berichte über meine Entdeckung in Zeitungen in Berlin und in Wien. Überrascht war ich davon, dass ich in den kommenden Wochen fast jeden Tag einen ganzen Sack Post erhalten habe. Die Leute wollten aber auch alles wissen. Wie macht man X-Strahlen? Wo bekomme ich X-Strahlenbilder? Und. Viele der Briefe habe ich ungelesen verbrannt. Nur einige habe ich aufgehoben. Ich habe auch lustige Briefe bekommen. Ein Mann teilte mir mit, dass in seinem Brustkorb eine Kugel stecken würde. Leider hätte er keine Zeit, mich aufzusuchen. Ich sollte ihm ein paar X-Strahlen schicken und ihm erklären, was er machen solle. Ich habe ihm dann Folgendes geantwortet: Werter Herr, leider habe ich augenblicklich keine X-Strahlen auf Lager. Außerdem ist das Übersenden dieser Strahlen sehr schwierig. Ich schlage vor, dass wir es einfacher machen. Übersenden Sie mir doch einfach Ihren Brustkorb. Der Mann hat sich leider nicht wieder bei mir gemeldet. Ich habe 2 Vorträge zu meinen X-Strahlen gehalten. Am 13. Januar 1896 hat mich der deutsche Kaiser Wilhelm II. Nach Potsdam in sein Schloss eingeladen, damit ich ihm von meiner Entdeckung berichte. Das war vielleicht aufregend. Einen Orden habe ich auch bekommen. Den 2. Vortrag habe ich dann in Würzburg gehalten. Um zu zeigen, wie man solche Aufnahmen macht, habe ich meinem Freund, den hochverehrten Herrn Professor Albrecht von Kölliker, gebeten, seine Hand durchleuchten zu dürfen. Nach einer Belichtungszeit von 40 Minuten war die Aufnahme fertig. Mein Assistent hat sie dann entwickelt und ich habe sie dem Professor überreicht. Herr von Kölliker war Arzt und hat sich als Anatom mit dem Aufbau des menschlichen Körpers beschäftigt. Als er die Knochen seiner eigenen Hand sah, hat er sofort erkannt, welche Bedeutung das für die Medizin haben kann. Vor lauter Begeisterung hat er dann ausgerufen, dass zu meinen Ehren die 9 X-Strahlen ab sofort Röntgenstrahlen heißen sollen. Alle Anwesenden stimmten unter Beifall zu. Ich war ziemlich gerührt. Ich habe eine Menge Orden bekommen. Ich habe sie nachher gar nicht mehr gezählt. Eine Auszeichnung war für mich besonders wichtig.
Ich habe 1901 den ersten Nobelpreis für Physik bekommen. Hier seht ihr mich in Stockholm, wo ich den Preis am 10. Dezember 1901 vom schwedischen König erhalten habe. Ja, der Siegeszug der Strahlen war nicht mehr aufzuhalten. Wie die Röntgenstrahlen jetzt die ganze Welt erobert haben, das erfahren wir aus dem nächsten Abschnitt. Schon Ende des Jahres 1896 erschienen Übersetzungen von Röntgens Artikel über die X-Strahlen in Zeitschriften rund um die Welt. Da es einfach war, den Versuch nachzubauen, konnte jeder, der sich dafür begeisterte, das Experiment nachvollziehen. Anfangs interessierten sich zwar nur Wissenschaftler für die neue Entdeckung, doch es dauerte nicht lange, bis auch andere Leute davon erfuhren. Der Gedanke, in den eigenen Körper blicken zu können, war einfach zu verlockend. Im April, auf einer Ausstellung über Elektrizität in New York, gehörten die mysteriösen X-Strahlen zu einer der größten Attraktionen, denn Besucher konnten dort ihre eigenen Knochen bestaunen. Im Laufe des Jahres 1896 hatte fast jedermann von den geheimnisvollen X-Strahlen gehört. In vielen Städten wurden Röntgenapparate sogar auf Jahrmärkten vorgeführt und auf Partys vergnügten sich Gäste damit, sich zu durchleuchten. Knochenbilder von den eigenen Händen wurden zur neuesten Mode. Aber nicht jeder war glücklich über diese Entwicklung. Der Gedanke, dass Fremde in ihren Körper blicken konnten, ließ manche erschaudern. Und schon im Frühjahr 1896 bot eine Londoner Firma röntgenstrahlensichere Unterwäsche an. Allen voran waren Ärzte an der neuen Entdeckung interessiert. Mit Röntgenstrahlen konnten sie endlich das Innere ihrer Patienten untersuchen, ohne sie aufzuschneiden. Zahlreiche neue Möglichkeiten eröffneten sich. So konnte man damit vermeiden, dass gebrochene Knochen krumm zusammenwuchsen und viele Krankheiten wie bösartige Tumore frühzeitig erkennen. Schon wenige Monate nach Röntgens Entdeckung hatten Erfinder verschiedene Geräte entwickelt, die eine Untersuchung mit X-Strahlen vereinfachten. Erste Ärzte begannen sich in Röntgenheilkunde zu spezialisieren. Heute sind Röntgenstrahlen in der Medizin nicht mehr wegzudenken. Allerdings haben sich die Geräte seit Röntgens Zeiten weiterentwickelt. Statt auf eine Fotoplatte oder einen Leuchtschirm wird das Schattenbild des Körperinneren heute direkt auf einen digitalen Computer übertragen. Auch hat man inzwischen längst entdeckt, dass die Strahlen schädlich sind und schützt Patienten, Ärzte und Krankenschwestern durch spezielle Filter. Außer in der Medizin werden Röntgenstrahlen noch in vielen anderen Bereichen angewandt. Auf Flughäfen werden Gepäckstücke durch Röntgenscanner geschickt, um den Inhalt der Koffer und Taschen zu durchleuchten. So kann man beispielsweise versteckte Waffen oder Schmuggelware erkennen. Wissenschaftler wie Geologen und Mineralogen analysieren damit Gesteine. Archäologen lösen Rätsel der Vergangenheit. Mumien lassen sich gut mit Röntgenstrahlen untersuchen, ohne die zerbrechlichen Skelette zu zerstören. In der Kunst durchleuchten Fachleute Gemälde. Und dabei gelingt es ihnen nicht nur in tiefe Schichten eines Kunstwerks zu blicken, sondern auch Fälschungen zu erkennen. Als äußerst nützlich haben sich die Röntgenstrahlen auch in der Qualitätskontrolle erwiesen, da sie verborgene Fehler sichtbar machen. So lassen sich versteckte Risse in Metall, wie in langen Rohrleitungen für Öl und Gas, frühzeitig erkennen und beheben. Sogar im Weltraum setzt man heute Röntgenteleskope ein. Fürs bloße Auge unsichtbar werden damit ferne Sterne, Galaxien und schwarze Löcher aufgespürt. Zwar hat sich Wilhelm Conrad Röntgen durchaus bewusst gemacht, dass er am 8. November 1895 eine sensationelle Entdeckung gemacht hatte, doch hätte er es sich selbst nie träumen lassen, zu was sich die X-Strahlen alles verwenden lassen. Ja, und außer diesen vielen zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten, von denen wir jetzt gerade gehört haben, kann man damit auch einfach schöne Bilder machen und ein nettes Buch schreiben. Ja, und von einem Tier, das hier in dem Buch Nette Skelette beschrieben wird, möchte ich jetzt zum Abschluss gerne noch etwas vorlesen. Ich bin mir sicher, alle kennen es. Es ist der silberne Pampel. Knochen bei die Fische. Insekten, Schmetterlinge und Schnecken. Ihnen nützen keine Knochen. Die würden nur für mehr Gewicht sorgen und das können diese Tiere nicht gebrauchen. Bei uns ist das ganz anders.
Stell dich einmal kerzengerade hin und stell dir dabei vor, du hättest keine Knochen. Dann würdest du doch zusammenklappen. Aufrecht stehen wäre so gut wie unmöglich. Oder hebe doch mal einen schweren Gegenstand mit gestrecktem Arm auf. Wie soll das ohne Knochen gehen? Ziemlich schwierig, oder? Jetzt weißt du also, warum du Knochen hast. Die silbernen Pampel aber müssen nicht aufrecht stehen. Sie gleiten sanft durch das Wasser. Und da Fische nicht im Supermarkt einkaufen gehen, müssen sie auch keine schweren Taschen schleppen. Trotzdem kommt ihnen ihr Gerippe gerade recht. Denn Knochen oder in ihrem Fall Gräten sind für vieles wichtig. Knochen bieten auch Schutz. Und das gilt für alle Knochenbesitzer. Auf dem Foto siehst du genau, wie die Knochen verlaufen. Die dunklen Linien und Flecke sind die Fischgräten. Siehst du den dunkelsten Fleck bei diesem Pampel? Richtig, kurz hinter den Augen. Da liegt das Gehirn. Dort befindet sich der dickste Knochen. So ist das bei allen Fischen. Und vom Gehirn aus verläuft das Rückgrat, an dem sich die meisten Nerven befinden, die Ausläufer des Gehirns. Sie sind äußerst wichtig und deshalb gut von den Knochen geschützt. Man braucht bei einem Fisch nur dem Rückgrat zu folgen, schon weiß man, wo das Gehirn ist. Bei Fischen sitzt der Schädel unbeweglich an der Wirbelsäule fest. Drehen sie ihren Körper, dreht sich der Kopf automatisch mit. Ein Fisch mit so vielen Gräten ist nicht leicht zu essen. Bestelle in einem Restaurant also lieber keinen silbernen Pampel, wenn du hungrig bist. Iss einfach schnell eine Portion Pommes frites. Ja, vielleicht habe ich Ihnen jetzt Hunger gemacht. Vielleicht auf eine leckere Portion Pommes frites, vielleicht aber auch auf das Leben und das Werk Wilhelm Conrad Röntgens. Wenn das der Fall sein sollte, würde mich das jedenfalls sehr freuen. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Sie vielleicht nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen doch einmal hier bei uns im Museum vorbeischauen würden. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie, dass ihr zugeschaltet habt. Bis hoffentlich ganz bald. Tschüss.